Hallo und herzlich willkommen zu eurer Comicwelt. Hallo Leute, im heutigen Video befassen wir uns mit Ruffy aus One Piece. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir zeichnen Ruffy heute in einer Action-Pose. Ich habe mich für die Pose entschieden, um euch einige Einblicke in perspektivisches Zeichnen zu gewähren. Am Ende des Videos könnt ihr auch an einem Gewinnspiel teilnehmen und eine tolle Ruffy-Figur gewinnen. Wir fangen jetzt direkt mit seinem Kopf an. Dazu zeichnet ihr einen Kreis. Je nachdem, in welche Richtung eure Hilfslinien sich richten, zeigt euch, in welche Richtung euer Charakter schaut. Skizziert seine Augen, Hilfslinien und seine Ohren, die sich auf der gleichen Ebene befinden. Danach widmen wir uns der Brust zu, die von der Länge ungefähr dem Kopf gleicht. Nun zeichnet ihr seinen Bauch etwas gekrümmt. In einer Kampfszene sieht es sehr langweilig aus, wenn man kerzengerade steht. Mehr Bewegung bedeutet mehr Action. Von der Taille bis zu seiner Hüfte sind es wieder ein Kopf lang. Sein rechter Arm versteckt sich hinter seinem Rücken und man erkennt nur eine Schulter und seinen Unterarm. Skizziert ihm eine geballte Faust und nicht vergessen, am Anfang nur skizzieren, verkünstelt euch nicht mit Details. Okay, jetzt kommen wir zu seiner linken Hand. Da er die Hand nach vorne streckt, müsste sie aus der Perspektive größer sein als sein Kopf. Am Anfang denkt man sich, ja, das sieht ein bisschen komisch aus. Aber stellt euch mal vor dem Spiegel und probiert es aus. Deswegen wird auch sein Arm sozusagen kürzer, weil seine Länge sich hinter der großen Faust versteckt. In diesem Fall ist das also der Oberarm kleiner als der Unterarm. Jetzt skizziert ihr seine Faust, die ungefähr doppelt so groß ist als sein Kopf. Wenn man mit der ganzen Kraft einen Schlag setzen will, muss man mit dem gegenüberliegenden Bein nach vorne treten, damit man, wenn man den Schlag ausübt, in ausgezeichnetem Gleichgewicht steht. Deswegen wird sein linkes Bein so gezeichnet, dass es mehr nach hinten geht und den Körper stützt. Sein rechtes Bein wird ganz groß im Vordergrund stehen. Hinter Ruffys Kopf erkennt man noch einen Teil seines Strohhutes. Jetzt skizzieren wir ihm sein Gesicht. Dazu benutzt ihr die Hilfslinien, um die Augen und den Rest auf die dazugehörenden Positionen zu zeichnen. Und vergesst seine Narbe unter dem linken Auge nicht. Seine Haare sind nicht so schwer zu zeichnen. Ich denke, viel kann man dazu nicht erklären. Einfach kurze, spitze Haare ohne besondere Form. Jetzt kommen wir auch schon zu den Details. Dazu skizzieren wir ihm die vier Finger. Achtet darauf, dass sie von der Breite gleichmäßig verlaufen. Danach kommen auch die Falten in seiner Jacke dazu, seine Knöpfe und seine rechte geballte Faust. Wir zeichnen nun seine kurze Hose fertig und seine Flipflops. Damit beenden wir Teil 1 unserer Zeichnung. Wenn ihr zufrieden mit eurem Werk seid, könnt ihr mit einem schwarzen Fineliner die Zeichnung nachziehen. Ich benutze meistens die Fineliner von Staedtler und Copic. Diese beiden Hersteller bieten sehr feine Fineliner-Stärken an, die ich nur wärmstens empfehlen kann. Thank you.
Wenn ihr mit dem Schwärzen fertig seid, könnt ihr nun das Ganze einfärben. Ich benutze wie immer die Copic Chow Marke. Wenn das erledigt ist, wisst ihr das Nötigste, um Ruffy in einer Action-Pose zu zeichnen. Also übt schön fleißig, denn ich brauche euer Talent in diesem Contest. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Glück. Bis zum nächsten Mal. Auf dem Weg zur Grand Line. Mir hat die Geschichte von Gold Roger gefallen und ich kenne einige Piraten, die seinem Beispiel folgen wollen. Deswegen bin ich losgesegelt. Ich fahre zur Grand Line, dort werde ich mir One Piece schnappen und dann bin ich der König der Piraten. Du hast mich überzeugt, du Teufelskerl. Ich bin dabei. Nami! Du gehörst in mein Team. Ist dir das jetzt klar? Und wenn ich jetzt sterbe, bin ich glücklich. Denn unsere Freundschaft währt ewig. Hallo Leute, hier ist eure Comicwelt. Passend zum heutigen Tutorial könnt ihr eine Ruffy-Figur von One Piece gewinnen. Dazu müsst ihr nur die folgenden Regeln befolgen. Das Ende dieses Gewinnspiels ist am 21. August 2011. Also viel Spaß!